Lauenburg turnt mich an. Ganz ehrlich. Und ich bin froh, dass ich wieder dabei sein kann. Denn dieses ist ein ganz besonderer Transport. Und ja, es ist ein Zweimaster mit Überbreite. Auch wenn man das jetzt gar nicht sieht. Denn für den Transport sind die Masten natürlich gelegt worden. Und es freut mich, dass ich wieder dabei sein kann, dass der Skipper mich gefragt hat. Denn das ist für mich ein besonderes Erlebnis. Weißt du, und dann fragen mich Leute, sag mal, wird dir das nicht langsam ein bisschen langweilig? Mit dem Bootstransport und mit dem Traktor? Dann sag ich, nein, auf keinen Fall. Hey, das stimuliert mich jedes Mal wieder aufs Neue. Und das kann auch an meinem Freund liegen, da wir uns gegenseitig dafür begeistern können. Das ist eine von diesen wunderbaren Tätigkeiten in meinem Leben, deren Wert ich erkenne und die mich einfach begeistern. Ich meine, vielleicht fällt euch das gar nicht so auf. Aber die Winde 50 SL ist richtig breit. Die hat mal eben kurz 10,70 Meter Länge und eine Breite von 3,10 Meter, Tiefgang von 1,60 Meter und wiegt immerhin 6 Tonnen. Ja, da wurde die Elbbrücke bei Lauenburg mal kurz abgesperrt. Die Leute haben da alle richtig geguckt, als wir dann mit Polizeibegleitung hinten dran da über die Elbbrücke rübergefahren sind. Ja, wirkte richtig gut. Und an einigen Stellen wurde das richtig eng. Da habe ich aber geguckt. Und da musste ich Björn richtig dran rumzirkulieren. Schaut euch das mal an. Doch so ein LKW-Fahrer, der kennt keinen Schmerz. Der hat seine Tonnen hinter sich und der zieht durch. We'll be right back.
Und der Traktor ist ein Deutz D50S. Ja, ein Schnellläufer, denn der hat 4 Zylinder mit 3,4 Liter Hubraum und 52 PS. Ja, Baujahr doch schon 65. Aber natürlich wieder top hergerichtet. Und bei diesem LKW-Fahrer bin ich richtig happy, denn der macht richtig gut Platz. Und da kommt Björn, wenn auch mit Mühe, jedoch vorbei. Und diesen alten Bahnabschnitt wollte sich Björn noch mal genauer anschauen. Und so können wir seine Windel richtig noch mal von der Seite betrachten. Sieht das nicht gut aus? Boah, wenn das Ding so um die Kurve kommt und auf mich zurollt, ja, da kriege ich doch schon Gefühle. So ein ganz Sutsche über diesen schönen Bahnabschnitt hinweg. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Rückweg Richtung Lauenburg. Freue mich darauf. Mal sehen, wie sie dann aussieht. Top restauriert.